Des Frobenius-Instituts, die so aus rund 6000 Objekten besteht und die eigentlich zurückgeht vor allem auf die Aktivitäten von Eike Haberland, dem früheren Direktor des Frobenius-Instituts. Und so allgemeine Eigenschaften dieser Sammlung sind a, dass Afrika ein besonderer Schwerpunkt ist und b, dass Keramik und Alltagskultur ein besonderer Schwerpunkt ist. Das waren Sachen, für die sich Haberland besonders interessiert hat und zu denen seine Mitarbeiter dann auch Objekte von ihren Forschungen mitgebracht haben. Anders als bei vielen anderen ethnografischen Sammlungen, sei es in Museen oder in anderen Universitätsinstitutionen, ist es ja hier so, dass die Objekte für die Forschung eingesetzt werden und auch für die Lehre und dass es entsprechend eben auch Publikationen gibt und auch Ausstellungen, in denen die Objekte gezeigt werden. Ja, ich habe mal jetzt hier ein Objekt mitgebracht als Beispiel dafür, dass mit der ethnografischen Sammlung und auch über die ethnografische Sammlung geforscht wird, und zwar eine Tanzmaske aus Papua-Neuguinea, von West New Britain. Und ist diese Maske dann ein Teil Ihrer eigenen Forschung? Früher wurden die Masken einmal im Jahr, etwa vor Beginn der Regenzeit, durchgeführt, weil man auf die Weise, wie man sagte, die Erkältungskrankheiten in den Griff bekommt. Und dann in den letzten Jahren ist die Herstellung dieser Masken immer mehr zurückgegangen. Man hat also einige Jahre keine Zyklen mehr aufgeführt. Und als ich mich 1995 dort in West New Britain zu einer längeren Forschung aufgehalten hatte, hatten die Dorfbewohner von sich aus den Vorschlag gemacht, diese Masken mal wieder herzustellen und mir zu demonstrieren. Also es ist praktisch zurückgegangen, natürlich auf meine Feldforschung, aber auch auf den Wunsch der Leute, mit denen ich zusammengelebt habe, selbst. Ja, was für mich jetzt an der Maske besonders interessant ist, ist, dass diese Maskentänze, die dort stattgefunden haben, dass die schon in den 1950er Jahren Gegenstand von ethnologischer Forschung waren. Und zwar hat sich dort ein amerikanischer Ethnologe auch im Nachbardorf aufgehalten und hat genau über diese Maskentänze auch eine Monographie veröffentlicht, sodass ich dann jetzt vergleichen konnte, was in dieser Monographie steht, was in den geheimen Feldtagebüchern meines Vorgängers steht und was die Leute selber über ihn gesagt haben und was die Leute heute über die Masken und über die Maskentänze gesagt haben und wie sie die heute durchgeführt haben. Also, dass man multiperspektivisch untersuchen konnte, wie die Leute am Beispiel dieser Masken über sich selber und auch über andere sprechen, wie sich also da Fremd- und Selbstwahrnehmung zueinander verhalten. Die Ideologie ist eigentlich, dass es sich hier um Geistwesen handelt, die vielleicht aus dem Busch kommen oder von unklarer Herkunft sind. Und bei der Herstellung, die an verborgenen Plätzen im Wald, im Busch stattfindet, da haben die Frauen und auch die kleinen Kinder keinen Zugang. Und dass es jetzt tatsächlich die eigenen Männer oder Verwandten sind, die diese Masken tragen, das ist eigentlich etwas, von dem man sagt, dass es die Frauen nicht wissen sollten. Und die Frauen verhalten sich auch entsprechend und tun so, als ob sie es nicht wüssten und agieren erschrocken und entsetzt, wie es die Masken verlangen. Und welche Auswirkungen hat das dann auf die Forschung hier in Frankfurt? Jetzt wurden die Masken ja zu uns geholt. Und wie ist es dann, dürfen nur Männer diese Masken erforschen oder ihre Aufsätze lesen? Wie verhält sich das? Ja, es ist schwierig. Es ist eine heikle Frage. Und es gibt dazu auch verschiedene Positionen vor Ort selbst. Ne? Die einen sagen, auf keinen Fall darf es auch weißen Frauen erlaubt werden, in die Maske reinzugucken und diese Konstruktionen sich genauer zu betrachten. Also von daher wären Konstruktionspläne eigentlich verboten. Dann gibt es aber auch Stimmen vor Ort, die sagen, das ist ein bestimmtes Wissen, wie diese Masken hergestellt werden. Das sollte bewahrt werden, damit auch zukünftige Generationen, selbst wenn es jetzt in den nächsten Jahren nicht mehr stattfindet, auch zukünftige Generationen das wieder machen können. Ich habe es bei meinen bisherigen Veröffentlichungen so gemacht, dass ich diese Konstruktionspläne nicht mit dazu genommen habe, sondern nur diesen Anblick, den Sie jetzt auch hier haben.